Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light zu Following. So, ich mache heute den letzten Quest in der Jagdfieber-Quest-Reihe. Ich denke jedenfalls, dass es der letzte ist. So, wo sind wir? Ja, aber bevor ich dahin fahre, wir sind recht günstig, möchte ich noch mal dahin fahren, wo Tolga und Fatin in den Tunnel reingefahren sind. Nämlich hier oben. Denn wir haben da etwas vergessen. Das habe ich inzwischen herausgefunden. Und zwar dieses Gerät, diesen Scanner für die kleinen Kisten. Der muss da noch sein. Den hatten die uns ja auch versprochen. Den gucke ich mir jetzt auch mal an. Sobald wir da sind. Fahren wir einfach an der Bahnlinie lang. Das geht am schnellsten. Nicht richtig. Das muss irgendwie ein Fehler meinerseits gewesen sein hier. Da müssen wir rein, ne? Das war jetzt nicht unbedingt so eine gute Idee, ne? Thank you.
Dafür haben wir aber hier eine Militärkiste. So, Entwurf experimenteller Militärturbo. Na prima, dann hat sich das ja wenigstens gelohnt. Und ein König. Fackeln können. Nee. So, ich glaube, das war es auch soweit. Der Tunnel ist ein Schattenjägernest. Ja, das war nicht die Stelle, wo Tolga und Fatin in den Tunnel gefahren sind. Wo zum Teufel waren die denn? War das vielleicht hier? Das war da unten, scheiße. Dann müsste ich da hin. Aber wir haben einen schönen Entwurf dazu gekriegt. Und zwar den Turbo. Den hatte ich noch nicht in Gelb. War schon wieder leer. Tauschen wir den noch mal aus gegen den Turbo Stufe 6. Dann fehlt uns nur noch der Motor. Dafür brauchen wir dann noch einen. Thank you.
Paketfahrt wieder die reinste. Reinste Verarschung. Da.
So, wir müssen hier Toms Grab finden. Das ist ein ziemlich großes Gebiet anscheinend. Magdalene Keuder. Ich bin auch außerhalb des Gebiets. Marco Antonia Andrea. Aha. Ja, es war auch nicht das Richtige. Das sind anscheinend die großen Gräber. Das ist es auch nicht. Oh, der ist aber nicht alt geworden. Ist er das? Haben Sie den berühmten Säbel gefunden? Sie können ihn ja sehr zeigen, wenn er noch am Leben ist. Ich würde ja zu gern sein Gesicht sehen, wenn er ihn endlich zurückbekommt. Aha. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das. Das war ein Säbel, der hier gefunden werden musste. Was? Eine Kiste. Eine Flagge.
Ja, und für diese kleinen Kisten brauchen wir wohl dieses Teil, was Holger und Fatin gebastelt haben. Zurück zum Auto. Eben auf die Karte gucken. Die Qualm der Wahl. Schwere Entscheidung, was? Und? Hast du dich entschieden? Der Rasierer ist so gut wie hin. Schwere Entscheidung, was? Verkaufen wir mal.
So, dann mache ich mal ein bisschen Platz. Genau, da mache ich mal noch welche von. Für alle Fälle. So, das reicht. Das ist so fürchterlich weit, 2 Kilometer. Ich möchte da aber eigentlich gerne hin. Nein. Armbrust will ich jetzt im Moment nicht haben. Auch mal welche von. Ja, es halt lässt sich, dass es immer nur 2 sind, die man machen kann, ne? Also Karte. Links und dann wieder rechts. Thank you.
sein Mutterger und Vater hineingefahren sind. Das müsste hier sein. Genau, da ist er. Da haben wir ihn. Den haben wir ganz vergessen mitzunehmen. Der müsste eigentlich jetzt die Kisten öffnen, ne? Jawoll. Super Zombie-Granate. Aha. Müssen wir gleich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Braucht aber eine riesige Menge Ressourcen, aber dann scheint es auch umso wirkungsvoller zu sein. So, wo sind wir jetzt? Ganz weit unten. Ich würde gern noch zu Yasir fahren. Ich guck mal, ob ich es noch schaffe. Kann ich da einfach die Bahnlinie wieder zurückfahren? Aber ja, kann ich. Thank you.
Hunger. Dann können wir die Quest jetzt endgültig noch abschließen, bevor ich die Folge beende. Ja, sie war hier, ne? Dann gucken wir mal, was er sagt. Da haben wir noch eine vermisste Person. So, Yazir, ich bringe dir dein Schwert, Säbel. Ich habe ein Geschenk für dich, Yazir. Unglaublich, du hast ihn wirklich gefunden. War gar nicht einfach. Aber sag mal, wenn dir das Ding so wichtig ist, warum hatte Adam es dann? Lange Geschichte, auf die ich nicht besonders stolz bin. Sagen wir einfach, dass ich unvorsichtig war, aber jetzt habe ich ihn ja zurück, dank dir. Komm schon, lass mich nicht umsterben, Yazir. Was ist passiert? Ich möchte wirklich nicht darüber reden. So schlimm kann's doch nicht sein. Worum ging's? Eine Mutprobe oder so? Ah, ging's um eine Frau? Ach, eine Frau. Und ein Huhn. Ein Huhn? Es ist 5 Jahre her. Eskis Mutter war seit 1,5 Monaten tot und ich war einsam. Es gab da eine Witwe in der Stadt. Sie mochte Hühner. Wie, gebraten? Nein, als Haustiere. Adam hatte diesen spektakulären Hahn und eine Schwäche für Karten. Was, du hast also den Säbel deines Opas in einem Kartenspiel um einen Hahn verloren? Wie ich bereits sagte, ich bin nicht sonderlich stolz darauf. Und was ist aus der Witwe geworden? Was glaubst du denn? Adam hatte den Hahn und den Säbel meines Großvaters. Die Witwe hat ihn geheiratet. Ach du Scheiße. Da war er der doppelte Verlierer, sozusagen. Na gut, damit ist die Jagdfieber-Quest abgeschlossen. Dann bleibt uns nicht mehr allzu viel. Dann wäre jetzt als nächstes die unvollendete Geschichte dran. Mit dem Attila. Na gut. Dann will ich die Folge mal beenden. Moment, ich gehe nochmal einmal zum Händler. Sie sind aus der Stadt? Kommen Sie und sehen sich meine Waren an. So, zu verkaufen haben wir nichts. Okay. Gut, dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Gabt euch wohl und tschüss.